Leckt mich, Leute! Ich gehe nach Hause! Hallo Leute, hier ist wieder The Cartman, Teil 8 von The Witcher 3. Wir haben letzte Folge haben wir den Greifen getötet. Und deswegen holen wir uns jetzt auch unsere Belohnung von den Nilfgaardern. Ja, war kein leichter Kampf, aber... Ich sollte Kraft daraus ziehen. Okay, warte. Ja. Wenn das schon auf dem Weg liegt, so. Okay. So. Beweg dich. Dann nehmen wir das doch gleich mit. Oh, ich hasse es. So. Weiter geht's. Ja, da baumeln wieder ein paar Leute rum. Eine Patrouille. Gleich sind wir da. Jawohl. Wo ist meine Kohle? Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Oh je. Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Ein Arschloch. Fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ja. Nee, ich nehme das. Ich brauche es. So viel Kohle kriegt man hier auch nicht. Stufe 3. Dann verteilen wir das mal. Haben wir hier was Interessantes? Okay, das können wir sowieso noch nicht verwenden, also nehmen wir den Schaden von starken Angriffen. Gut. Alles klar. Wo wird denn der vermöbelt? Dass wir dem vielleicht noch helfen können. Wo ist denn der? Ups. Ja. Halt! Der Kaiser
Okay. Ja, da können wir wohl nichts machen. Ist eh schon vorbei. Alles klar. Ja, haben wir hier noch irgendwelche Quests offen? Nein. Gut, also dann machen wir uns auf zu Wesemir. Aber warum laufen, wenn wir Schnellreise machen können? Ach nein, geh weg, du Bauer. So, wo ist der Gute? Bingo. Ah, toter Händler. Gänse. Dann reden wir mal mit dem. Yennefer ist in Wysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Wow. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Na dann. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Wie ein Mann. Ich will mal bei den... Wow, jetzt die Gedankenbeeinflussung probieren. Eventuell. Okay, ist er nur betäubt? Alles klar. Okay. Zack. Läuft. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe!
sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. Ja, selbst schuld. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Ungarn. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand... Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt!
Jennifer. Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Auf der Suche nach Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, Mann. Was? Nee, nicht wegschicken. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Homo. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ja, das wird der Herr machen. Dann sehen wir mal, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme das da. Aber ich glaube, ich nehme alles mit, denn ich kann es mir leisten. So. Hm.
Ja, das entspricht meinem Stil. Hoho. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Was für ein Lappen. Dafür räume ich ihm die Bude aus. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Es hilft, es gewinnt. Okay. Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morwut, em hier war em reis. Verneigen. Nee. Eure kaiserliche Majestät. Arrea eb to orde. Evelien, namin wat gern wavort. So viele Monate an Foltestzhof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Eine Art Fake. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht.
Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Bisher Ness war er in Novigrad? Ratsleben in Enet. Es tun es es auch. Wir haben Kerze erstellt, wenn Adam ihn kam, er morgen. Wie es es sieht, Fasside F, Bernsan, Nen, Matesha, Nen, Confortail, Anen, Paran, Esra, Esside. Barbaren! Esra Kiti? Den Rebrenga? Entzelfe den Gavre, es ist ein Plan von Ed Nordmarke. Entzelfe den Zitlake. Langsam ist das. Sehr, sehr langsam. Möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ach ja, dann möge er das machen, oder? Ja, gut. Nochmal umsehen hier, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Ein paar Pflänzlein. Sonst irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Für was sonst? Für was würde der mich hier... Vielleicht sind die Pflanzen hier irgendwie selten oder sowas? Nee, sieht nicht so aus. Oh, warte, was ist das hier? Oh. Okay. Sattel, alter Brief. Sonst noch was hier? Nee. Cool. Na dann. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Ist vielleicht noch irgendwas aufgegangen? Wahrscheinlich nur die eine Tür. Alles andere wäre ja jetzt nicht wirklich logisch. So, dann sprechen wir mal mit dem... Oder warte, was ist hier los? Sprich mit Yennefer. Ach, hier, okay. Mann, muss ich jetzt echt mit dem Lappen reden? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, ja, um seine Habe zu holen. Ist die Feder noch angespannt? Ja? Gott. Dann schreibe. In Novigrad. Da ist sie. Geralt, diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher.
da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Gut. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Alles klar. Noch ein bisschen die Bude ausräumen hier. Geil. Was ist das hier? Lauter Bücher. Nee. Brotmesser. Du bist gut verheilt. Das ist ein gezeichnetes Bild, du Lappen. So. Oh. Wasserweib absolut. Okay. Leere Flasche. Ohren. Habe ich noch was vergessen? Hier ist noch eins. Alles klar. Ist hier noch was? Jawohl. Ein Wedimir. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ja, wenn, dann muss man schon alles ausräumen hier. Sonst kommt man ja zu nichts. So. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Okay. Segel Naturian. Gut, dann werden wir das machen, nach Velen reisen und vielleicht auch noch vorher diese Quest hier annehmen, die ich hier gerade sehe. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. In dieser Folge hatten wir die Audienz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich schon auf die nächste Folge. Euer Cartman.